Hallihallöchen zusammen und willkommen zum ersten Opening auf diesem Kanal. Wir öffnen heute ein ganzes Display Tournament Pack 5 und was wir da rausziehen werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, über den lieben Max habe ich herausgefunden, dass mein ehemalig fester Händler Erik offensichtlich gerade einige Tournament Pack Booster anbietet. Daraufhin habe ich ihn angesprochen. Er hat mir seinen Market Account geschickt, den ich euch auch hier jetzt in der Videobeschreibung verlinke. Und dort habe ich gesehen, dass er nicht nur Booster verkauft, unterschiedliche Tournament Packs, sondern tatsächlich auch, ich glaube, waren es zwei oder drei ganze Displays vom Tournament Pack 5. Und da habe ich dann gesagt, Erik, auf geht's. Die brauche ich, ja. Hagotzack, geh doch auf. So. Und danke für die Fussel. Und hab mir das dann dementsprechend geholt. Der hat mir das dann auch gleich am darauf folgenden Montag losgeschickt. Weg damit. Und da haben wir jetzt das gute Stück. Keine Ahnung, wo der Erich das herbekommen hat. Ja, die sind ja doch relativ selten. Wir sehen auch, das Siegel ist hier noch zu. Also alles in bester Ordnung. Ich habe jetzt nur noch 20 Minuten Aufnahmezeit. Ich hoffe mal, dass ich das in der Zeit geschaukelt bekomme. Wir machen es so, ich lege das erste Booster beiseite. Das will ich mir aufheben. Und den Rest machen wir auf. Sollten wir gar keine Holo draus ziehen, dann machen wir das letzte Booster auch noch auf. Weil ich denke mal, eine sollte schon drin sein. Die Verteilung war ja so. In jedem dritten Booster eine Rare, in jedem 18. Booster eine Super Rare, in jedem 108. Booster eine Ultra Rare. Also wir haben theoretisch die Chance auf eine Super und eine Ultra. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so aufgeteilt ist, dass wirklich in jedem Display dann nur eine Super drin sein kann oder ob das ein bisschen durcheinanderer ist. Aber ja, boah, schaut euch das an, Leute, ist das nicht toll? Komm raus. Das heißt, dieses eine Booster hier, das legen wir uns weg. So, nur beiseite. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir können hier einige schöne Karten ziehen. Big Shield Gardener können wir ziehen. Den Needleworm können wir ziehen. Den Lumini Ritter in Ultra Rare könnten wir ziehen. Und den Shining oder Shimmer Dragon und dann noch diese eine Falle, irgendwas mit Dornen oder so. Ich weiß es gerade nicht. Ja, legen wir mal los, machen wir mal hier schön auf. Mal gucken. Ja, so rum. Meines Wissens nach müsste die Holo immer vorne sein. Dementsprechend machen wir das jetzt mal so. Wir haben hier Destruction Punch. Goddess with the Third Eye. Und Mystical Sheep 1, eine der Commons, die ich schon ein bisschen mehr am Feiern bin. Okay. Gehen wir mal hier hin. Wir machen das immer boosterweise. Dann machen wir weiter. Das ist halt so ein bisschen, das ist das Einzige, was mich an diesen Boostern stört, dass die Holo immer vorne dran ist. Oder die Rare, weil da ist der Überraschungseffekt einfach flöten. Ja, ich hoffe, dass ich die Booster hier halbwegs gut aufbekomme. Spitzen wir mal, okay, ist so. Dann haben wir Tornado Bird, Curse of Royal und Beast King of the Swamps. Auch keine Rare. Sad. So, weiter geht's. Also das ist natürlich ein ziemlich kleines Set. Wir können hier ja mal schauen, wie viele draufstehen. Ja, hier steht's auch, hier steht sogar die Verteilung steht hier sogar drauf. 11 Common Cards, 4 Rare, 4 Super Rare und eine Ultra Rare. Die Ultra Rare ist dieser Lumini-Ritter. Der geht aber gar nicht mal so viel. Ja, der geht hier irgendwie 22 Euro oder so. Und ihr müsst euch mal vorstellen, in jedem 108. Pack, ja, so selten wie der eigentlich ist, müsste der wesentlich teurer sein. Ja. Dann haben wir hier die Pyramidenschildkröte. Dark Designator. Und als Rare haben wir Trap of Board Eraser. Unsere erste Rare. Ja, und es ist das dritte Päckchen. Also
wie bereits gesagt, alle drei Packs eine Rare. Dementsprechend darf man davon ausgehen, dass hier eine Super Rare drin ist und mit ganz viel Glück halt noch eine Ultra, aber bei 1 zu 108 äußerst unwahrscheinlich. Ich würde es feiern, wenn es so wäre, aber ja, hören wir auf zu träumen. Wir haben wieder Destruction Punch, wieder Goddess of the Third Eye und wieder Mystical Sheep. Also quasi exakt dasselbe, was hier drin war. Weiter geht's. Also das ist wirklich ein Opening, ja. Wo ich sage, finde ich richtig geil. Also man sieht, das wird jetzt bestimmt hundertprozentig genau dasselbe sein, was hier drin war. Beast King of the Swamps, Winged Sedge Falco und Curse of the Royal. Ne, also ich muss sagen, ich finde diese Tournament Pack Boosterboxen finde ich halt richtig nice. Natürlich gehen wir hier Minus, Leute, ja. Selbstverständlich gehen wir hier Minus, aber wir machen das hier für den Kanal, ja, für euch und vor allen Dingen für dieses Gefühl, das mal wieder öffnen zu können. Ja, einfach mega nice. Wir haben hier wieder Mystical Sheep 1, Destruction Punch und Winged Sedge Falco. Doch keine Rare, auch gut. Sieht man, ja, sieht man. Wir haben eine Zauberkarte vorne. Gab es eine Rare als Zauberkarte? Ich weiß es gerade gar nicht. Tornado Bird, Beast King of the Swamps und oh, Book of Life. Das ist sogar eine relativ coole Rare. Nice. Das finde ich schon mal cool. Dann nehmen wir das mal hier drüber. Das finde ich richtig nice. Book of Life. Das ging sogar mal 1-2 Euro oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile wieder gesunken. Geil, jetzt habe ich wieder gespoilert. Egal, ist ein Effektmonster, könnte auch eine Super Rare sein, wer weiß. Versago the Destroyer, Curse of Royal und Yogan the Spiritualist. Oh Gott, ich um mein Englisch. Leute, ich um mein Englisch, bitte tötet mich nicht. Please don't kill me. Jetzt bin ich mit meiner Birne gegen die Kamera gekommen, auch gut. So, wir haben hier wieder Mystical Sheep 1, meine Lieblingskarte aus dem Set, Winged Sedge Falco und Destruction Punch. Eigentlich müsste man sagen, dass Random Booster Openings fast noch cooler sind als Display Openings, weil da weißt du nämlich nicht, ob du nicht doch mehr Holos bekommst. Ja. Hier ist es ja so halbwegs vorgegeben, würde ich mal sagen, ja, aber trotzdem ist es halt einfach eine wahnsinnige Seltenheit, so ein Ding aufmachen zu können. Pyramidenschildkröte, Goddess of the Third Eye und oh, Basu the Soul Eater. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Rare, ne? Dann haben wir sie alle. Bisher hat sich keine wiederholt. Bisher hat sich keine wiederholt. Natürlich kriegen wir es wieder nicht sauber auf. Hätte es gedacht. Yogan, Dark Designator und Versago. Die Dinger aufzukriegen, ey, das ist echt, also, boah. So, was machen wir, wenn ich eine Ultra krieg? Müssen wir uns was einfallen lassen, dann gibt es irgendwann eine Verlosung. Beast King of the Swamp, Winged Sedge Falco und wieder Basu der Seelenfresser. Die erste Wiederholung. Boah. Ah, haben wir es eh schon gesehen. Sajo, Curse und Tornado Bird. Wobei man sagen muss, dass das Tournament Pack 5 tatsächlich noch eins der günstigeren ist, ja, oder der, wo man noch am einfachsten bekommt. So, Tournament Pack 1 und 2 ist ja sowieso kaum noch zu bekommen, also das wäre schon... Wenn man Tournament Pack 2 Display kriegt, da kann man ja fast nur Plus machen eigentlich, da geht ja jede Karte ein paar Euro, also ist abartig. Dark Designator, Yogan und Pyramid Type Turtle. So,
Jetzt müssten wir dann allmählich Richtung Super Rare gehen. Ich würde ja lachen, wenn wir gar keine ziehen würden. Ja, würde ich echt lachen. Weil es ist so, ich habe immer Pech. Ja, also wenn es um Display-Openings geht, ihr werdet es auch sehen, wenn das Infinity Chasers Display-Opening kommt. Ja. Glaubt ihr vielleicht, dass ich ein Secret Monster von den Evil Eyes gezogen habe? Nö, keine Chance. Ne? Ich wollte ja diesen Serziel und dieses Effektmonster, dessen Namen ich nicht kenne. Keine, ich habe zwei Displays habe ich aufgemacht. Eins auf Video, eins auf Cam. Also, Destruction Punch, Goddess of the Third Eye und wieder Trap of Ord Eraser. Auch wieder eine Wiederholung. Komm schon, eine Rare fehlt uns noch. Ich will die haben. Auf geht's. Wieder gespoilert. Oh. Beast King of the Swamps. Winged Sage Falco und Mystical Sheep. Warum lange ich eigentlich immer so umständlich um das Stativ rum? Nein. Nein, Leute, schaut euch das an. Ich bin so ein Lacker. Yeah. Leute, ich habe den Luminous Soldier gezogen. Wie krank ist das denn? 1 zu 108 die Chance, Leute. Also okay, na gut, 1 zu 108 stimmt nicht. Das würde nur dann stimmen, wenn in einem Display nur ein Booster drin wäre. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon ein bisschen besser, aber es ist trotzdem, also einer in 108 Packs, Leute. In 108 Packs, das ist, Alter. Luminous Soldier. Okay, jetzt muss ich was einfallen lassen. Ich habe es versprochen, also gibt es irgendwann mal eine Verlosung diesen Jahres noch. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Alter, Luminous Soldier. Wie fett. Den lege ich mal. Wo lege ich den hin? Den packen wir da hoch. Luminous Soldier hat hier unten ihren Platz. Dann haben wir Curse of Royal und Tornado Bird. Alter, ich pack's nicht. Ich habe einmal Glück in meinem Leben. Nice. Dann haben wir Yogan, the Spiritualist, Versage, the Destroyer und Kyoko, der Geisterzerstörer. Das war die letzte Rare, die uns gefehlt hat. Richtig geil. Und, ja, letztes Booster. Da müsste jetzt eigentlich noch eine Super Rare drin sein, oder? Schön wär's. Da werden wir wahrscheinlich auch leer ausgehen. Vermutlich. Pyramidenschildkröte, Dark Designature und Goddess with the Third Eye. Ja, richtig geile Sache. Wir haben die wertvollste Karte aus dem Set gezogen. Glücklicher kann man eigentlich nicht werden. Ich hätte ja eigentlich einfach nur auf einen Needleworm gehofft. Ja. Das ist richtig, richtig krank. Ich mache jetzt einen Cut und dann machen wir nochmal einen Recap. Wir kommen zum Recap. Ja, wir haben die wertvollste und seltenste Karte aus dem Set gezogen, nämlich Luminous Soldier, mit dem ich ja überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich überhaupt keinen Luck normalerweise habe, wenn ich Displays aufmache. Also ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Echt geil. Natürlich habe ich geldtechnisch Minus gemacht, aber das wusste ich schon vor dem Kauf. Deswegen ist mir das in dem Fall jetzt egal. Aber Luminous Soldier einfach unglaublich geil. Ja. Dann haben wir gezogen ein Book of Life. Ja, die beste Rare, die es hier gibt, meiner Meinung nach. Dann ein Kyoku, der Geisterzerstörer. Auch eine sehr gute Rare. Zweimal Basu, der Seelenfresser. Und zu guter Letzt zweimal Trap of Board Eraser. Dementsprechend haben wir eine Ultra Rare und 6 Rares müssten es sein. Genau. So, das soll es gewesen sein. Einen Boost habe ich zugelassen. Ich würde ja lachen, wenn dann da die Super Rare drin ist. Wir werden es nie erfahren, weil das bleibt zu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin happy, ihr seid happy. Wir sehen uns zum nächsten Mal und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.